Ja, hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Geisch. Ja, die Season 8 ist da. Wir haben auch heute schon einige Wins wieder geholt. Auf jeden Fall ziemlich, ziemlich geiler Stuff, muss ich sagen. Also Season 8 ist diesmal richtig nice. Die Flugzeuge sind weg. Ja, mega cool. Freue ich mich riesig. Das mit den Kanonen auf den Piratenschiffen ist ziemlich lustig. Ja, was kann man sagen? Es gibt neue Plätze auf der Map. Die schauen wir uns jetzt einfach mal zusammen an. Ich meine, ist ganz klar, das ist jedes Mal so. Sollte auch so sein. So, schauen wir mal hier rein. Da haben wir das da. Gucken wir einfach mal. Also irgendwie glaube ich, habe nicht hier im falschen Film. Irgendwas mache ich gerade völlig falsch, habe ich das Gefühl. So, jetzt sind wir, glaube ich, richtig. Also hier, die Fortnite Season 8 Changes. So, die Lazy Lagoon, also Leaky Lake, gibt es nicht mehr. Dafür gibt es jetzt Lazy Lagoon. Dann gibt es die Sunny Steps. Ja. Wailing Woods ist auch weg. Ja. Und das, so sieht das hier aus momentan bei Lazy Lagoon. Das ist dieses Piratenschiff. Das ist ziemlich, ziemlich geil. Also macht Hammer, Hammer viel Bock, ja. Haben wir auch von dort aus haben wir einige Matches gewonnen. Allerdings interessanterweise mussten wir fast jedes Mal von Lazy Lagoon fliehen, weil wir zu wenig Loot hatten, zu viele Gegner da waren. Dann sind wir von dort abgehauen und haben dann zum Schluss das Match trotzdem gewonnen. Das hatten wir mehrfach, ich glaube, dreimal von Lazy Lagoon aus gewonnen. Auch das erste Match in dieser Season. Auch das haben wir gleich als allererstes gewonnen. Ziemlich geil. Ja, so sieht das dort aus. Das ist das kleine Örtchen. Paar Impressionen. Dann gibt es Sunny Steps. Das ist diese Sonnenpyramide, diese Stufenpyramide. Ja, da geht's allerdings da, wo ursprünglich mal der Block gewesen ist. Der Block wurde dafür ein bisschen verlegt. Da geht's nicht ganz so wild zur Sache wie bei Lazy Lagoon, aber auf jeden Fall ein interessanter Ort. Dann gibt's den Vulkan. Das ist auch geil, da könnt ihr reinfliegen und könnt ihr auch wieder so ein Gleiter-Redeployment machen. Das ist so wie damals bei dieser fliegenden Insel. Also du gehst da, fliegst rein, lässt dich reinfallen, machst den Gleiter auf und dann kannst du ziemlich gut fliegen. Dann gibt es Geysire. Quer über die ganze Map. Das sind diese Heißwasserquellen. Ach, guck mal da unten. Da waren wir noch gar nicht gewesen. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Okay. Ja, bei Tilted Towers gab es nur minimale Veränderungen. The Block ist jetzt da. Ist momentan so eine riesige Burg. Salty Springs. Also das kaputte Haus hier, das ist jetzt inzwischen in Salty Springs wieder repariert. Dann gibt es diese Piratencamps. Ja. Jeden Fall mega, 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 mega nice. Also es macht richtig Bock aktuell. Animals. Ah, zwei neue Tierstrukturen habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Sehe ich jetzt auch das Mal hier. Das Schwein und den Hasen. Ja, bei Lazy Lagoon gibt es hier diesen Expeditionspunkt da. Ich auch schon gesehen. Bei manchen Fahrzeugen, da sind da jetzt solche Piratenflaggen drauf. Oh.
Ach ja. Mit der RV-Krone da oben, da wurde ein Gesicht drauf gemacht. Die Häuser bei Haunted Hills wurden redesigned. Das sind diese Heißwasserquellen hier. Also diese Geysire, da könnt ihr drauf springen und dann kriegt ihr einen Gleiter Redeployment. Ziemlich cool. Ja, das habe ich auch gesehen. Da gibt es hier so ein. Gibt es hier so Solarpanelen. Was die da zu suchen haben, das habe ich auch noch nicht so ganz gecheckt, ja. Solarpanels. Na, hier neue, die Häuser im Südwesten von Retail Row wurden redesigned. Tomato Temple ist jetzt das da, also das ist alles, was davon übrig geblieben ist, ein Teil des Tempels. Ja, Messer und Gabel wurden hier in den Boden reingepackt. Also wenn da noch irgendwann, wenn euch noch irgendwas auffällt, dann könnt ihr mir was in die Kommentare reinschreiben, dann packe ich das auch mal mit rein. So. Ja, als nächste Info, Legendary und Epic Infantry Rifle kommt ins Fortnite-Spiel. Was haben wir da für Infos? 47 Schaden. Egal über welchen Range. Ja. Okay. Muss man mal schauen. Dann gibt es hier irgendwie so ein Second Chance Respawn Van. Da wird es irgendwie so eine Respawn-Mechanik geben. Da muss man mal schauen, wie das Ganze dann funktionieren wird. Also es könnte sein, dass das ein Spieler, der gestorben ist, eine Karte droppt. Ja, das wäre ja für mich sensationell. Ja, das wäre ja für den Herrn Sofort und mich sensationell hier. Ich wäre ja, wie oft stirbt er vor mir und ich überlebe da ein bisschen Sandmatch. Ich würde ja mich bis zu dem Ding sneaken mit der Karte und würde ihn jederzeit wiederbeleben. Das wäre ja der absolute Oberknaller. Also hier steht also, wenn du stirbst, droppst du eine Karte und oder könnte es so sein und dann das gibt's wohl bei Apex Legends auch. Dann kannst du mit dieser Karte wiederbelebt werden bei einem Respawn-Punkt. Okay. Ja, auf jeden Fall interessante News. Schauen wir mal jetzt rein in den heutigen Item-Shop. Hier haben wir das Fischstäbchen und ihr wisst, ich finde das Fischstäbchen grausam. Ich finde, dass ich weiß, es gibt einige, die das sehr, sehr gerne mögen. Ich hasse das Fischstäbchen. Und das Fischstäbchen kriegt deswegen von mir persönlich nur 2 von 10. Ich weiß, ihr mögt es oder viele mögen es. Ich mag es überhaupt nicht. So, der Fischstick. Wie sieht es denn da momentan aus mit den Noten beim Fischstick? Schau mal. Oh, hier ist das. Oh, hier ist das. Also der Fischstick ist das da, da haben wir 4,18 von 5 bei 39 Votes, 178 Reminders. Da gibt es noch einen neuen Style, einen Piratenstyle. Ein Piratenstyle ist hier rausgekommen. Ja. So, dann haben wir hier diese Bootstraps. Ja, 4 von 10. Da haben wir aktuell 3,14 von 5 bei 7 Votes. Dann haben wir hier den Coral Cruiser. Gott. 6 von 10 für den Coral Cruiser. Gott, oh Gott, oh Gott. 4,92 von 5 bei 13 Votes. 37, wie meinen das? Okay. Dann haben wir hier den Plaque. 7 von 10 für den Plaque.
Der hat hier aktuell 3,97 von 5 bei 32 Votes. Den Scourge 6 von 10 finde ich nicht ganz so gut wie den Black. Scourge. Oh, viel höher in der Bewertung. 4,56 von 5 bei 27 Votes, 154 Reminders. Herald's Wand. Und Herald's Wand kriegt von mir 6 von 10. Da sind wir hier bei 3,64 von 5 bei 11 Votes. Lamplight. Auf jeden Fall. Ja. Sieht ganz nice aus für ein Standardkleid. Lamplight 5 von 10. Ist das Ding da? Da sind wir bei 3,71 von 5 bei 7 Votes. Da bin ich hier auch schon durch. Jetzt kommen wir zum Noir. Und der Noir, ja, der kriegt von mir 7 von 10. Und da haben wir hier 4,36 von 5 bei 11 Votes. Das hinten sieht natürlich auch irgendwie cool aus, ne? Schon geil gemacht. So, dann sind wir beim Splinter Strike. Und der Splinter Strike kriegt von mir 4 von 10. Finde ich jetzt nicht so spannend. 3,07 von 5 bei 15 Votes. Das Spyglass. 5 ich ganz witzig, muss ich sagen. Kriegt von mir 7 von 10, das Spyglass. 7 von 10. Und da haben wir aktuell 5 von 5 bei 2 Votes. Fortune. 5 von 10 für Fortune. Und da haben wir derzeit 2,38 von 5 bei 26 Votes. Boneless erinnert mich halt tatsächlich an den Knochenlosen von Vikings. Den es ja laut der Sage tatsächlich gegeben haben soll. Den Boneless. Das wissen die meisten gar nicht. Ich habe auch immer gedacht, es wäre so eine Fiktion, also reine Fiktion, aber angeblich laut der Sage gab es den Knochenlosen tatsächlich. Kriegt von mir ein 8 von 10. Hier haben wir 4,42 von 5 bei 19 Votes. Und dann zu guter Letzt jetzt hier noch. Oh, kann man sogar bei den Kanonen gucken, okay. Warum nur die Kanone? Warum nicht die Fahrzeuge? Die Fahrzeuge gibt es auch noch. Ja, Hot and Cold kriegt von mir 4 von 10. Bin ich jetzt nie so begeistert von. Haben wir 3,67 von 5 bei 9 Votes. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet es mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.